Hallo, zurück bei Ausprobiert. Heute ist der Tag, an dem die Baustellenbeleuchtung im Esszimmer einer echten Beleuchtung weichen wird. Aktuell sieht es noch so aus und ich habe mir eine teure Lampe abgespart und jetzt ist sie endlich da und wird jetzt montiert. Es handelt sich um die Occhio Cento Sospeso. Das ist eine LED-Leuchte und die hat eigentlich alles, was ich so für mich an der Lampe für Anforderungen stelle. Also sie ist hübsch zurückhaltend. Sie ist dimmbar, ohne dass ich einen Dimmer brauche. Sie hat Gestensteuerung, man kann sie Höhen verstellen. Und sie macht ein richtig gutes, schönes Licht. Zumindest konnte ich das im Laden so beobachten. Ich hoffe, dass es dann hier vor Ort auch so ist. Diese Occhio ist direkt an die Decke zu montieren. Also das hier ist diese Montageplatte. Ich habe es jetzt schon mal rausgemacht. Die kommt praktisch oben an die Decke hin. Wir können uns ja mal oben hinstellen. Oben an die Decke hin. Zack. Und dann baut man den Rest hier oben drauf. Und jetzt habe ich ein Problem, weil wenn ich die Sospeso hier hin montiere, dann steht es eben nicht mittig zum Tisch. Und das ist sehr nervig. Beziehungsweise erfordert halt den Zwischenschritt. Ich hätte jetzt A die Möglichkeit, die Decke aufzureißen. Also hier nochmal so einen Schlitz zu machen und in diesen Schlitz dann das Kabel rein zu verlegen. Es ist mir aber zu aufwendig, zu staubig. Ich habe einen Holzboden und einfach viel zu aktig. Und deswegen werde ich jetzt die etwas unschönere Variante nehmen. Aber ja, ich glaube, man kann damit immer noch einigermaßen gut leben. Und das wäre jetzt hier einen Verteilerbaldachin hinzumachen und das Kabel dann rüber zu leiten zur Sospeso. Jetzt ist es wie gesagt so, dass man das direkt an die Decke montieren soll. Und da werde ich dann so einen Workaround schaffen. Ich habe mir jetzt so Unterlegscheiben besorgt. Das sind solche Dinger hier. Und diese Unterlegscheiben, die kommen jetzt genau an die Stelle, wo eben die Schraube an diese Montageplatte hingeht. Und dann hat man praktisch so einen kleinen Zwischenraum zwischen der Unterkante des Baldachin, der Lampe und der Montageplatte und schafft es eben hier ein Kabel reinzulegen. Und dann ja, funktioniert die Montage hoffentlich so, wie ich es mir eben gedacht habe. Also los geht's. Dann müssen wir jetzt als allererstes mal dieses Kabel vom Mantel befreien und dann eben zurückschneiden. Dazu nehme ich mein Yokari, geiles Instrument. Damit schlitzt man hier oben praktisch am Ansatz, also ein Messer eben, den PVC-Mantel auf und anschließend geht man eben seitlich. Zweite Öffnung. Dieses Kabel bis unten durch und dann hat man so einen Schlitz. Der ist jetzt genauso tief wie eben dieser PVC-Mantel ist, dass man sich dieses Mantels entledigen kann. Ja, dann Seitenschneider auf ca. 5 cm kürzen. Dann auch wieder mit diesem Yokari die Litzen freilegen. So, der Baldachin hängt, zwei Löcher, Dübel rein, Schrauben, liegt alles bei und dann ist es befestigt. Hier sieht man die Leitung, die entsprechend gekürzt wurde. Und jetzt müssen wir das halt noch so verkabeln, dass es am Ende den Strom auch weitergibt. Ja, das ist jetzt die Verkabelungsform, die ich gewählt habe. Also jetzt nur von dem Deckenanschluss in den Verteiler selbst rein. Wir haben hier hinten die Erdung. Dann ist es ein fünfadriges Kabel. Hier zwei Adern, die jetzt eben stillgelegt wurden. Hier hinten mit so einer Vago-Klemme einfach versehen. Ja, und dann halt hier Strom rein und raus. Und jetzt werden dann hier das zweite braune Kabel von dem abgehenden Kabel, dem Textilkabel, reingespannt werden. Und hier das blaue dazugehörige hier. Und die Erde nehmen wir dann hier auf. Ja. Textilkabel sieht so weit aus. Also ich habe das jetzt hier zurückgestutzt.
Dann die Litzen schon mal freigelegt hier vorne und ganz, ganz wichtig, diese abschließende Baldachine muss auf das Kabel drauf. Ansonsten kann man es gleich wieder zweites Mal demontieren und sich die Freude nochmal geben. Ja, damit das Ganze dann funktioniert, ist der jetzt praktisch hier einfach auf die Rolle aufgewickelt. Und das werden wir jetzt oben anschließen. Alles ist jetzt miteinander verdrahtet, so wie besprochen. Und jetzt kommt halt von unten, man muss sich da so ein bisschen platt schaffen, einfach der Baldachin zum Andrehen. Zack. Na. Jawohl. So. Und das ist jetzt das Ergebnis, wie ich finde, ganz ansehnlich. Ja, die Vorarbeiten sind jetzt gemacht. Also der Baldachin, hier oben sieht man es jetzt nochmal, ne? Der hängt. Jetzt können wir uns an die Montage der Occhio machen. Und zwar muss man sich jetzt, das ist eigentlich auch wieder eine Vorarbeit, darüber klar werden, wo die Lampe hängen soll. Ich würde immer sagen, mittig vom Tisch. Deswegen habe ich jetzt das Ganze mal simuliert. Also der Tisch wird etwas größer. Der hat ein Maß von 1,70 x 90. Und um das Ganze zu simulieren, bin ich in den Supermarkt gegangen und habe mir so Wellblechpappen geholt. Und die habe ich jetzt zusammengeklebt auf das Maß. Und das ist jetzt praktisch das, wo der Tisch stehen soll. Ja, und dann habe ich hier ausgemessen, wo das Ganze eben die Mitte hat oder seinen Schwerpunkt hat. Und um diesen Punkt jetzt an die Decke zu übertragen, habe ich folgenden Workaround geschaffen. Ich habe bin auf mein Laserdistanzmesser zurückgekommen und habe jetzt diesen Punkt, ich stelle den jetzt einfach drauf, den Laser gestellt und der hat da oben jetzt dann seinen Messpunkt und den konnte ich jetzt dann abtragen. Man steigt einfach auf den Tisch und hat jetzt dann den Mittelpunkt für die Lampe. So, wenn man das gemacht hat, dann wäre ein Blick auf die Bohrschablone, die dem Ganzen beiliegt, sicherlich hilfreich. Ich habe diese Bohrschablone jetzt mal ausgeschnitten. Das ist das, was wir was dieser Baldachin dann überdeckt, beziehungsweise sich dann genau auf diese Montageplatte setzen lässt. So, ne? Also da kommen dann die Schrauben rein. Und mit dieser Bohrschablone bin ich jetzt dann hier hochgegangen und habe das Ganze mittig ausgerichtet. Diese grünen Punkte sind die Seilzüge der späteren Lampe. Und da muss man sich dann eben im Klaren drüber sein, in welche Richtung diese Seilzüge zeigen sollen. Das wurde dann hier oben angezeichnet. Und jetzt werden wir einen 6er Bohrer, ist hier schon aufgespannt, in die Betondecke treiben, um die Schrauben im Dübel versenken zu können. Und dann hätten wir praktisch diesen ersten Fixpunkt. Das machen wir jetzt und dann schauen wir weiter. Dübel sind jetzt in der Decke und dementsprechend die Löcher auch. Und jetzt kommen wir hier zu dieser Montageplatte. Und weil wir eben mit dem Kabel zur Lampe müssen und es nicht direkt aufsetzen können, brauchen wir jetzt diese Unterlegscheiben, diese Plastik. Also zwischen der Schraube von unten und der Montageplatte jetzt diese Unterlegscheibe mit einplanen. Also was ich jetzt gerade ausprobiert habe, ist, ob dieses Kabel da tatsächlich durchpasst und es reicht aus. Also wir brauchen nur eine Unterlegscheibe. Was allerdings doof gelaufen ist, ist die Tatsache, dass ich eins vergessen habe. Die Montageplatte ist eigentlich das zweite Element, was wir berücksichtigen müssen. Zuallererst kommt hier der Baldachin drunter und praktisch in dem Baldachin, das ist so ein Überstand, man sieht es hier, in dem Baldachin kommt dann hinein die Montageplatte und der wird dann praktisch von unten dadurch festgehalten. Und das haben wir vergessen, deswegen müssen wir jetzt nochmal abschrauben und das Ganze dann erneut vollziehen. Jetzt hängt es aber und so sieht es aus. Also hier kommt das Kabel rein, hängt jetzt nicht zu sehr durch. Hier unten haben wir jetzt die anderen Kabel und der Baldachin sowie die Montageplatte sind jetzt stabil an der Decke angebracht. Ja, jetzt kommt als nächstes dieser Konverter hier rein und da kommt praktisch in der Mitte das Kabel durch und dann klippt man den so rein und dann muss man hier die Leitung anschließen.
Da sieht man jetzt, wie eng das da oben zugeht. Und deswegen, also dieses Kabel, das steht auch in der Anleitung, ich lasse sie lieber normalerweise ein bisschen länger. Es muss wirklich sehr kurz sein, also 5 cm. Mehr darf da nicht überbleiben. Ansonsten hat man da Probleme mit dem Anschluss. Das heißt, ich muss da jetzt auch nochmal kürzen. Okay, die Kabel sitzen, aber das war eine echte Frechheit. Ich schwitze wie ein Schwein, ich kann es nicht anders sagen. Es ist so mega eng und ein Gefusel. Das Einzige, was jetzt so ein bisschen geholfen hat, ist, dass man die Klappe hier abnehmen kann. Und die setze ich jetzt wieder drauf am Ende. Ich hoffe jetzt, dass das auch geht, ohne dass es mir das Ding jetzt abbricht. Ich meine, es ging ja gerade eben ganz gut raus. Ja, okay. So, und jetzt ist das Ding zu. Jetzt können wir zum nächsten Schritt. Anschließend kommt der Montagering von unten an die Lampe. Befestigungsart sind diese zwei kleinen Imbusschräubchen, die mitgeliefert sind. Imbusschlüssel auch, deswegen relativ einfach. Ja, jetzt kommt der spannende Moment. Also das hier ist die Lampe, ne? Und die wird jetzt oben mit dem Baldachin verbunden. Dazu muss ich den Stecker hier oben in den Steckplatz einführen und anschließend die Position ausrichten. Dazu gibt es hier so einen Stift, der Orientierung verschaffen soll, und anschließend wird dann dieses Panel mit drei Schrauben 1, 2, 3 in die richtige Position gebracht und dann fixiert. Und wenn wir das haben, dann ist eigentlich schon der Krieg fast gewonnen. Ich hoffe bloß, dass dann auch, wenn ich den Lichtschalter betätige, das Ding in der vollen Helligkeit erstrahlt, so wie ich mir das vorstelle. Aber das werden wir dann sehen. Da ist das Ding, jetzt hängt es. Sehr schön. Was jetzt noch fehlt, ist diese Abdeckplatte von unten, weil es sieht noch ein bisschen blöd aus. Das ist wieder cool gelöst. Das ist magnetisch, das heißt, man macht das einfach fest oder man klippt das einfach drauf. Ja. Und jetzt ist er fertig montiert. Jetzt schauen wir nochmal, ob diese Höhenverstellung funktioniert. Jawohl. Nach unten und nach oben. Schön leicht. So, aber das bringt jetzt alles nichts, wenn es nicht abgeht und ich irgendwas mit der Verkabelung falsch gemacht habe. Deswegen machen wir jetzt den Live-Test. Sicherungskasten. Sicherung rein. Schalter. Yeah! Licht. Gold. Oh, müssen wir ausmachen. Da sind natürlich ganz Schutzfolien drauf, ne, dass hier gleich das Brennen anfängt. Aber es geht. Also das war die Montageanleitung für die... Gott, jetzt habe ich vergessen, wie sie heißt. Für die Occhio Cento Sospeso. Bis auf dieses Gefrickel mit dem Kabelzeug, fand ich, war es eigentlich einigermaßen angenehm zu installieren. Mit dem Baldachin. Müsst ihr halt gucken, wie ihr zurechtkommt, ob ihr das jetzt geil findet oder nicht. Ich fände es auch super, wenn ich das jetzt mir hätte ersparen können und praktisch die Leitung direkt von oben gekommen wäre. Dann hätte man praktisch den Anschluss jetzt halt nicht so präsent. Aber gut, alles hat Vor- und Nachteile. Unter Umständen kann man jetzt da vielleicht was hinhängen oder was auch immer machen. Ja, ich werde jetzt noch die Linsen einsetzen. Das ist ja eine, die nach oben und nach unten abstrahlt. Und dann machen wir finales Bild. Von der Lichtwirkung vielleicht heute Abend. Und das war es dann von dem Video. Wenn euch dieses Montagevideo gefallen hat, dann schaltet mal wieder rein. Abonniert den Kanal und bis dahin, Servus.